Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Pokedentist. Es freut mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Wir werden in diesem Video eine Mystery Box öffnen. Ich habe für diese Mystery Box 50 Euro bezahlt. Sie ist von Crispy Cards mit dem Code Pokedentist. Würdet ihr dort 5% sparen. Aber wir schauen einfach mal rein, was denn in dieser 50 Euro Mystery Box, die ist übrigens unten auch in der Videobeschreibung verlinkt, was wir da so finden und was wir da so ziehen. Da habe ich doch glatt vergessen, noch anzukündigen, dass es im heutigen Video ein Giveaway gibt. Also bleib dran, folge den Schritten und vielleicht bist du schon der Gewinner des Giveaways. Und damit würde ich sagen, rein ins Video. Da sind wir mit der Mystery Box von crispycards.de. Wie gesagt, ihr könnt mit meinem Code Pokedentist 5% sparen. Ich habe die jetzt so rum gelegt, weil auf der anderen Seite meine Adresse ist. Und wir fangen einfach mal an und machen hier einen Cut. Und schauen wir mal, ob wir das Geld von in Höhe von 50 Euro wieder reinbekommen. Jetzt hier so rüber, so. Und schon mal Werbung. Pokémon Mystery Box Nummer 49 von 100. Herzlichen Glückwunsch, du hast eine der limitierten Pokémon Mystery Boxen ergattert. Wir drücken dir die Daumen für großartige Pulls. Liebe Grüße, dein Crispy Cards Team. Cool. Okay. Dann schauen wir mal. Oh, das zeige ich gleich, was in dieser tollen Tüte ist. Hier haben wir einmal Toploader. Kann man immer gebrauchen. Ich werde natürlich die Preise einblenden, weil wir wollen ja wissen, ob wir die 50 Euro auf jeden Fall wieder raus haben. Das ist sehr geil. Crown Zenith wollte ich eh nochmal öffnen. Drei Booster. Und, okay, das ist nichts mehr. Eine Shrouded Fable Nebel der Sagen Box mit den drei Promos. Machen wir mal den Karton hier weg. Und haben wir noch in der Tüte. Oh, ein Gutschein. Gut. 5% auf deinen nächsten Einkauf. Oh, da sehe ich noch was sehr Nices drin. Habt ihr es vielleicht schon gesehen? Hier haben wir den Pokéball. Der ist übrigens, ja, deutsch. Da müsste drin sein Fusion Strike, also Fusionsangriff und strahlende Sterne. Und wir haben, habe ich schon gesehen, ein Evolving Skies Booster. Und das ist ja ganz klar, dass wir das ganz am Ende machen werden. Ansonsten eine sehr süße Evolutions und Pikachu Box, Tüte. Genau, eigentlich wollte ich mehrere Mystery Boxen in einem Video öffnen. Leider, jetzt legen wir mal alles hier hin, was hier drin war. Leider sind die anderen nicht rechtzeitig angekommen. Das heißt, darüber werde ich dann ein gesondertes Video machen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem aktuellsten Set. Mit dem Nebel der Sagen. Mit dieser, ich weiß leider nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber King Gambit Kollektion. So. Wir haben hier die wunderschönen vier Booster drin. Und eben ist mal ein Müll fort. Und hier diese drei Promokarten. Sehr schön. Und wir haben Müll. Alles Müll. Hier ist einmal die Codekarte für euch und die drei schauen wir uns mal genauer an. Sehr schöne Karte auf jeden Fall. Ist halt geil immer mit dem Galaxy Foil, muss man einfach sagen. Und der Star der Box. Eine Illustration Rare von King Gambit. Tollen Booster, das legen wir wie gesagt hier hin. Und fangen an mit welchem Artwork? Cool, alle vier dabei. Ich fange an mit dem Bären. Was wollen wir ziehen? Wir wollen Calliope oder wie die alte heißt, ziehen. Ist ja ganz klar, die Illustration Rare. Hier ist einmal die Codekarte. Oh, eine Holo-Energie direkt. Ein Golbat. Holo. Rousey. Academy at Night. Jurem. Da schon die erste Reverse. Zweite Reverse. Und Cresselia. Bin mal gespannt, ob wir daraus was ziehen. Bin jetzt nicht der Ultra-Fan von diesem Set, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber naja. Codekarte. Und
Feuer. Nein. Kein Feuerblatt. Energie. Absol. Petra. Wie steht ihr so zu Mystery Boxen? Ich muss sagen, es ist meine allererste Mystery Box. Hypno. Roll it. Und... nix. Ja, ist meine erste Mystery Box. Und ich muss sagen, ich finde es ganz geil. Es kann aber auch der absolute Müll drin sein, nur wenn man nichts pullt. Ja, aber die meisten Händler werben ja damit, dass ja mehr Inhalt drin ist, als was man ausgibt. Die hat jetzt, wie gesagt, im Intro 50 Euro gekostet. Und ich gehe rein mit Wasser. Blitz. Hier können wir jetzt noch wenigstens mal eine Illustration Rare ziehen. Rousey, Horsey, Yvette. Oh, da kann natürlich auch keiner was dafür, wenn man hier nichts zieht. Das ist natürlich so. Oh nein! Die Sprachenlernen Bubble. Neutralisationszone und. Ach, es geht noch weiter. Zorak. Immerhin eine Ace-Back-Karte. Ich glaube, die habe ich irgendwie schon gezogen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja. Booster gehen schon sehr leicht auf, muss ich zugeben. Hier. Eine Karte nach vorne und Wasser. Feuer. Zubat. Duskul. Q-Fund. Jetzt aber komm. Jetzt will ich was Geiles ziehen. Die Iron Mod. Die hätte ich gerne als Art, oder? Und. Alter, dein Ernst? Die habe ich einfach auch schon gezogen. Ist ja witzig. Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut und ich habe diese Karten beide schon. Zwar auch deutsch, aber ist ja egal. Das bedeutet, ich würde diese hier in einem Giveaway an euch verlosen sozusagen. Dazu einfach hier ein Abo dalassen, ein Like, die Glocke aktivieren und natürlich noch auf Instagram folgen und hier in die Kommentare schreiben, was sagt ihr zu Mystery Boxen? Einfach mit Hashtag Mystery Box. Und ja, ich werde dann in die Videobeschreibung schreiben, ab wann, bis wann das Giveaway geht. Und ja, du kannst einer der Glücklichen sein, der diese beiden Karten gewinnt. Und weiter geht es jetzt mit dem Pokéball. Da bin ich mal gespannt. Ich finde es immer geil. Wir haben hier den wunderschönen Hyperball. Und wir sind gespannt. Guck, wir gehen rein in den Ball. Hui. Ja, ich hatte recht. Wie die immer aussehen, die Booster. Und wir haben hier noch einen süßen Vermiebs-Aufkleber. Und noch. Sag mal. Azurgladis. Wir fangen an mit strahlende Sterne. Was wollen wir ziehen? Lubach Altart natürlich. Und wir haben hier die Codekarte. 1, 2, 3, 4. Alter, was ist denn damit los? Haut mal hier. Das ist, weil die Booster da so reinballern. Ich hoffe, das ist nichts Krasses. Und ich sage Feuer. Nein. Blatt. Energie. Das Magma-Becken. Krebutak. Stadionruine. Taumalat. Knackleon. Oh, wei. Daralili. Knilz. Haradonis. Reverse. Und Pixie. Non-Holo. Zweite Booster. Ich hoffe natürlich, dass wir heute nach Tara Altart ziehen. Aus dem Evolving Skies Booster. Das wäre schon richtig krank. Hier ist einmal die Codekarte wieder. 1, 2, 3. Und wir haben hier die Faustar-Karte. Gleich weg damit. Ja. Ich habe bisher aus diesen Pokébällen leider noch nicht so viel Glück gehabt. Deswegen kann er sein heute. Weiß ich nicht. Schnäppke. Nasket. Hachirisu. Und der Kramchef V. Immerhin eine V-Karte. Das ist doch schon mal was. Das als nichts. Die nehmen wir mal hier dazu zu unserer Sammlung. Und hoffen jetzt, dass wir Gengar V-Max Altart oder Celebi V oder Mew V Altart rausziehen. Das wäre schon richtig geil. Gut. Oh Gott. Was ist denn damit passiert? Jetzt muss ich gucken. Okay. Codekarte. 1, 2, 3, 4. Kampfenergie. Nein, Elektro.
Bisher ist die Ausbeute sehr schwach, wobei ich habe immerhin zwei Hits aus vier Boostern von Shrouded Fable, Lungenkiffer, Sterndu, Hoxel, Welthahn, Bullpix, Lucano, Reverse und leider nichts. Jetzt kommt der Dreierblister. Lass mal öffnen hier. Karte. Rillaboom als Promokarte. Und wir fangen an mit Zenith der Könige. Eigentlich ein Set, was immer gönnt. Hoffentlich auch heute. Bitte eine Goldkarte. Ich würde auch Suicune nehmen. Goldkarte. Suicune würde ich nehmen. Entei. Vier Karten nach vorne. Sag mal, die hat hier auch so ein Whitening an der Seite. Naja. Habe ich nicht mal die Energie geraten. So weit ist es schon. Das Digging-Duo, Girafarig. Wir wollen gute Puls. Und Radiance. Eternatus. Und, naja, dahin. Eine Radiant-Karte. Arbeitet sich vor. Bis zum Evolving Skies Booster, was halt auch echt was wert ist. Deswegen freue ich mich sehr, dass es da drin ist. Und hier ist einmal die Codekarte von dem Booster. 4. Und wir sagen Feuer! Nein, Unlicht! Ach, komm schon. Jetzt aber eine Goldkarte. Giratina wäre so geil. Seal. Cricket Dot. Aaron. Riolu. Starly. Hopp als Trainer mit Unterschrift und Gumshots. Okay, Last Pack Magic bei Crown Zenith. Bitte. Ich will jetzt noch eine geile Karte ziehen. Leafeon oder so wäre auch nice. Naja, bisher ist meine Ausbeute sehr schwach. Aber wir haben ja noch das und das nächste Booster und ich gehe rein und sage Wasser. Kein Wasser. Übrigens, Luxio. Metang. Ich bin gar nicht mittig. So, Bidoof. Talandit. Huloin. Oh, Stars, bitte. Ist das die Nein, hier ist die Reverse. Und Zarude. Ach, Zarude war Holo. Okay. Wir müssen uns darauf vorbereiten, wie immer, nichts zu ziehen. Aber wir glauben heute dran, dass wir eine Eeveelution Altart ziehen. Das wäre so geil. Ich würde mich übertrieben freuen. Es könnte sehr laut werden. Aber ich glaube, das ist eher nicht der Fall. So. Ich darf mich auf keinen Fall spoilern mit irgendwie der Codekarte oder so. Das wäre sehr ärgerlich. Deswegen gucke ich ganz vorsichtig. Nein. Und wir gehen rein. Oh. Wasser. Gegenteil. Feuerenergie. Oh, die spannende Musik muss eingeblendet werden. Ice Cube. Beautyfly. Pikachu. Sehr süß. Was wird es werden? Emolga. Hier ist die Reverse und ich habe schlechte. Leider ein Pull. Also, das hier ist unsere Ausbeute. Sieht ja eigentlich ganz okay aus, muss man sagen. Dann hat man ja hier noch die Toploader. Und es macht auf jeden Fall mega Bock, so eine Mystery Box zu öffnen. Natürlich wäre es cooler, wenn man noch viel mehr Pulls hat, vor allem aus Evolving Skies. Aber ja, was soll ich sagen? Ist halt immer so Evolving Cries. Das war es auf jeden Fall mit dem heutigen Video. Ich glaube nicht, dass wir heute die 50 Euro irgendwie rausgeholt haben. Kann natürlich auch ganz anders laufen, wenn man in Evolving Skies einen Hit hat. Ihr wisst, wie es läuft. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar hinterlassen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao! Pokédentist, hier fängt der Spaß an. Gemeinsam mit euch Booster öffnen, das ist mein Plan. Tägliche Shorts und wöchentliche Videos, klar. Auf YouTube und Instagram immer.